Morgen, creepy Morgen. Also, eins steht fest. Ich gehe erstmal nicht raus. Oh mein Gott. Wir haben im Hausflur so eine Monsterspinne, also mit Beinen so groß. Ich glaube, ich habe noch nie so eine freilaufende Wildnisspinne, ja, wie auch immer, in dieser Größe gesehen. Also direkt eine Treppe, wo man hochkommt und runter geht. Nein. So. Da ist nämlich gerade gegangen, hat dann nochmal einen Klingel. Willst du meine große Spinne sehen? Ich dachte erst, die wäre nicht echt oder so, weil die so groß ist, so monstermäßig groß. Fast Vogelspinnencharakter. So. Sieht sich auch noch so aus, wie ich aussehe, weil es ist gerade mal kurz vor 7. Ja, was will denn dieses Ding immer von mir? Ich will kein iCloud-Mist-Kram. Mir verlangt, dass ich sie filmen soll, aber sie sitzt da nicht mehr. Also bin ich ganz schnell wieder reingerannt. Oh, nee, also, buh. Nee, ich gucke jetzt auch nicht, wo sie ist oder so. Das ist mir zu, boah, nee, buh. Er da schon wieder. Weg ist er. Ja? Diablo? Ja, da ist er. Na? Frechdachs? Was denn da? Kuckuck. Was ist denn da los? Ei, Invasion der Krähen? Hitchcocks Vögel lässt grüßen, oder was? Heidenchaos. Oh Mann. Aber dafür. Haha. Ja. Ich habe mich erst mal angesetzt und das schick gemacht, außer dass es jetzt hier aussieht wie Sau. Aber gut, das wird jetzt auch noch weggeräumt. Mal gucken, wohin. Die großen Ordner und so weiter können nicht wieder unten hinpappeln. Ich muss sehen, wie ich das hinbekomme. Ich habe hier noch drei kleine Brettchen, die werde ich wahrscheinlich auch noch in das Regal da, das da, und ein Eckregal reinpacken, weil dann sind sie nämlich auch weg und liegen hier nicht mehr rum. Und dafür waren sie auch gedacht. Außer dass ich bei dem Regal nicht sicher bin, ob da überhaupt. Vielleicht lege ich die auch erstmal oben drüber und also auf den. Da oben ist ja noch ein bisschen Platz. Mal gucken. Ja, ich weiß nicht, was ich da überhaupt brauche. Da steht noch was vor sich, gerade muss ich nicht machen. Staub. Wenn man so viel Kram aus dem Regal holt, hat man immer wie Staub in der Nase. Ja, das ist so meine Morgenbeschäftigung. Genau. Ich dachte, ich nehme jetzt einfach mal einen Angriff, dass es schick und gut ist. Ach du heiliger Bim. Ich glaube, da muss ich noch einen anderen Thumbnail machen. Nein. 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 Nicht schön. Mal gucken, ob es eine andere Möglichkeit gibt. Wird nicht besser. Okay, muss ich mal gucken. Mano, ist ja furchtbar hier heute wieder. Schwuppdiwupp, mach ich mal weiter. Schon sieht's vernünftig aus. Yay! Ja, es ist vollbracht. Es ist geschafft. Was für ein Krampf. Jetzt mache ich mir was zu essen. Es ist nämlich gleich 1 Uhr. Ich bin hier schon weich und fertig, aber ich habe noch nicht gefilmt wieder. Ja, heute mache ich mir Kartoffeln mit Quark. Lecker, lecker, lecker. Ich bin ja völlig verpeilt. Ich will einkaufen, ne? Ich müsste mir ja auch für die Woche irgendwas zum Mittagessen holen. Was habe ich gemacht? Natürlich nichts. Oh, ich hasse einkaufen. Warum hat man so was Blödsinniges erfunden? Ich weiß warum, aber ja, blöd. Weil ich mir kein Zettel gemacht habe und überhaupt gar keine Ahnung habe. Ich weiß immer nicht. So essenmäßig ist es schwierig. Das fällt mir immer erst ein, wenn ich hier sitze und überlege, was könnte ich essen? Mist, wir haben gar nichts. Ja, echt blöd. Echt blöd. Keine Ahnung, wie das passiert. Mein Kopf ist dann irgendwie im Laden ausgeschaltet oder so. Keine Ahnung. Egal. Jetzt gibt es Kartoffeln mit Quark.
Was ich die nächsten Tage mache, weiß ich noch nicht. Mal gucken. Wahrscheinlich muss Daniel wieder einkaufen gehen zwischendurch. Oder ich musste nochmal loslatschen. Mal gucken. Gucken wir mal. Er kommt halt immer an dem Laden vorbei. Au! Und geht eh öfter mal rein. Also wenn er mich ja fragen sollte, aber mitbringen soll. Ja, das. Ich wüsste jetzt auch nicht was, aber egal. Mein Kopf ist so blöd bei sowas. So blöd. Egal. Gut. Das ist verbracht. Und ich habe schon die ganzen Thumbnails, die noch gemacht werden müssten, gemacht. Also das eine, aber das lasse ich da. Wüsste ich jetzt auch nicht, was ich sonst machen sollte. Das ist halt Fischmund. Passt zum Titel. Haha. Ja. Dann sind das alles soweit fertig. Schön. Ich will nachher noch zwei Videos drehen. Das ist mein Plan. Und dann. Ja, mehr Pläne habe ich heute nicht. Außer dass ich darüber schreiben muss. Darauf freue ich mich schon. Und was sind dann 3 Stunden hin bis dahin? Ist er wieder nach Hause gekommen? Ja, da ist er wohl. Mhm. Nicht wahr? Ja. Puff. Geschafft. Reicht. Bedarf ist vollkommen gedeckt von den Hühnerhaufen heute. Hühnerhaufen. Ja. Ich glaube, dass kein vernünftiger Kerl arbeitet. Und du bist das Oberhühnchen, ja? Ja. Furchtbar. Meinst du? Der bei Hühnerhaufen. Wieder blau ist komisches lila Licht. Das ist Pause. Erinnert immer in diesem Alien-Modus hier. Ah, naja, ist auch nicht besser. Nicht. Das ist dein komisches da oben Licht. Mein komisches da oben Licht. Ja, und weil du immer keine Lampe anmachst weiter, sondern nur das da oben. Mir reicht es. Mir würde das nicht reichen. Ich finde das viel zu duster hier. Naja. Bitte? Und dann so. Ach, hey. Du wirst halt irgendwie müde sein. Au. Ach, wir müssen ja schon wieder schlafen gehen. Deswegen sitze ich hier. Ja. So deswegen kann ich mit der Kamera an, weißt du? Mhm. Ich dachte nur wieder zum Spaß, um mich zu ärgern. Um mich so dran sanieren. Zu belästigen. Das auch. Ja. Wieso sonst nicht so sehen? So selten. Doch, vorhin kurz. Dabei bin ich ja nie zu übersehen, oder? Ja, wenn du aber nicht da bist und nichts machst und dich nicht verkrümelst. Ey! Wir haben einen Stern beworfen. Mhm. Ist er nicht süß? Mal gucken, wie weit größer ist. Ist er nicht süß? Oh Gott, das wäre. Ein bisschen geknautscht. Mach ihn weg. Ach ja. Ja. So. Ist das. Ach, Muggelchen. Ja. Ehrlich. Sonst noch was zu erzählen? Ja, Montag ist um. Und bald ist Wochenende. Hoffentlich nicht ganz so schnell. Naja. Oh, gibt schon wieder Geld die Woche. Oh Gott. Das ist wohl wahr. Ich weiß gar nicht mehr, wohin damit. Wir haben immer noch nicht den Schrank geplant, fällt mir gerade ein. Nö. Das ist blöd. Kannst du schon mal anfangen? Kann ich nicht anfangen. Warum nicht? Paxplaner. Ja, nie. Ja, doch. Du hast da schon was angefangen. Ja, das ist weg. Ja, natürlich ist es weg, aber du weißt ja, wie es geht. Mm. Ich weiß ja nicht, was du da gemacht hast. Du hast mir nur hinterher gezeigt, wie genau, es aussieht. Genau, aus 2 einzelnen Schränken musste man den machen. Sonst ne, siehst du, dann musst du das normal machen. Ne, Hose gibt's denn sonst nicht. Ach, ey. Und da kann sein, dass er ein bisschen zu breit wird. Sonderspecial, was? Ja, das wird echt haarscharf knapp. Mhm. Jetzt macht er mir Angst. Naja. Nicht, dass wir den Benno wegräumen müssen. Das geht nicht. Die das müssen schon bleiben. Nicht wahr, Hühnchen? Mhm. Unglaublich. Ja. Nun gut. Wir gehen mal langsam. Langsam schnell ins Bett. Ich darf schon mal Schränke planen, ne? Aber nicht heute. Nee, nicht morgen mehr vielleicht. Heute. Nett. Das wäre mal eine Idee. Mal schauen, ne? Naja. Geht das denn morgen? Du kommst doch morgen ja später, oder? Ach, ich weiß nicht. Kein Lust, dann so. Auch dazu fahren. Ist ja kein Muss, oder? Oder doch ein Muss? Was? Runterzufahren? Mhm. Wegen später morgen. Aber du, ach stimmt, du musst ja jetzt warten, bis neue Termine sind. So sieht's ach, aus. Ach, ich erinnere mich. Ja. Da hat sich ja was geändert.
Ja. Ich vergaß. Sorry. Ja, so ist das. Also kommst du morgen gar nicht später. Och, so wenn ich schön. Dich will, nein. Wenn du nicht willst? Nö. Aber ich könnte wohl, aber ich will nicht. Aha. Erinnerst du dich, was da war? Ja, ja. Ich jetzt probieren wollte. Was? Ach so. Oh Gott, das dauert ja. Deswegen waren wir mit runter. Ach ja. So. Wollte die PlayStation VR-Brille ausprobieren. Ja, hallo Mia. Eben. Mhm. Erstmal gucken. Mach ich doch nicht. Mann. Das ist ganz schön stressig immer nach Feierabend. Tja, so ist es. Na gut, ja. Dann sagen wir jetzt gute Nacht. Sagen wir gute morgen. Nacht. Bis morgen. Schlaf gut und bis bald. Bis dann.